Roger Houston, ist uns auch aufgefallen. Ist das? Los Angeles, das können wir bestätigen. Wir sind auf 15.000 Fuß, nur noch etwa 2 Minuten Gleitflug. Eigenartig, die Guidance und die Peilungen stimmen nicht? Wir fliegen direkt auf die Innenstadt zu. Ich habe keine Lust, in L.A. runterzugehen. Sie fliegen mit 300 Knoten auf die Innenstadt zu und knallen da rein. Bob, kennen Sie L.A.? Ich habe da nämlich eine Idee. Houston, die Gebäude werden immer größer. Können Sie den Freeway räumen? Okay. Komm schon. Wir haben Berufsverkehr, Commander. Überall ist Stau. Sir, ich habe eine Alternative, wenn Sie auf Kurs einziehen. Das ist Houstons Entscheidung. Houston? Die Computer rechnen noch. Kommen Sie. Zeit wird allmählich knapp. Sir, ich habe eine Alternative. Okay, Beck, ich höre. Houston, ich habe Koordinaten für einen alternativen Landeplatz. Bestätigen Sie. Endeavour, geben Sie sie mir. Mögliche Landung bei 3315 Nord und 11810 West. Bill? Das ist theoretisch möglich. Endeavour? Einverstanden. Gehen Sie auf Kurs 175. Erwarten Sie Blickkontakt mit dem Los Angeles River in 5 Sekunden. Verdammt, das wird nicht klappen, Houston. Da sind Brücken alle paar hundert Yards. 92. Mit unserer Spannweite kommen wir da nicht durch. Doch, es geht. L over D, Max. Wir können es schaffen, wenn wir gerade einfliegen. Jetzt oder nie. Fuß, 320. Fahrwerk vorbereiten. 270. Okay, Fahrwerk ausfahren. Fahrwerk ist raus. Fuß, 92. Festhalten, das wird eine Bruchlandung. 210 Fuß, 255. Derotieren! Funktioniert nicht. Speed Brakes. 100%. Wir sind viel zu schnell. Den Bremsschirm. Nein, dann bleiben wir an der Brücke hängen und reißen das Heck ab. Commander, die nächste Brücke. Und das Shuttle ist viel zu hoch dafür. Runter mit dem Fahrwerk. Noch nicht, dann können wir nicht Wenn steuern. Wenn wir rammen, ist es vorbei. Und Fahrwerk rein. Festhalten, ich kann nichts mehr machen. Thank you.